Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Angmar und lang, nein, Schwachsinn, mit Isengard, sorry. Und so langsam, Angmar, ist so drin, nach 50 Folgen Angmar, irgendwann, ne, aber wir haben einige Erfolge zu verzeichnen und ich zeige euch genau, wie die aussehen. Passt mal auf. Wir haben das Land verloren. Besiegt! Wir haben einen Gegner vernichtet. Und zwar, wenn ich mal bitte gucken darf. Hier. Angmar ist tot. Boom. Als nächstes müssen wir... Ja, Mordor ist am naheliegendsten, ne? So, Musik ist schon wieder weg. Warte mal, kann ich das neu laden? Kann ich das eigentlich neu laden? Und dann wieder Musik haben. Wir haben ein Land verloren. Nein, geht nicht. Okay, schade. Musik habe ich getötet. Musik ist tot. Gibt keine Musik mehr. Nie wieder. Keine Musik. So. Dann müssen wir jetzt hier ohne Musik klarkommen. Was sehr schade ist. Aber wie gesagt, das Spiel ist halt doch ein wenig verbuggt. Na, so. Ich könnte... Boah, das ist die Frage. Wo ist denn der Sultan? Erstmal schiebt man den Sultan wieder zum Saruman. Die können nämlich irgendwie Zanne. Okay, dann muss ich unbedingt da rein. Ich muss halt Mordor jetzt vernichten. Das ist das Wichtige, dass ich irgendwie es schaffe. Ich muss es irgendwie schaffen, Mordor wegzuhauen. Ja. Und hier im Hinterland alles wegzunehmen. Guck mal, er hat sich hier das geholt. Das ist nicht gut. Also Mordor wird noch ein bisschen knifflig. Aber das machen wir ein Stück für Stück. Zwei hier, zwei da, das müsste reichen. Wenn ich die Grenzen ordentlich verteidigen kann. Ja, schaut so, ist schon besser. Wow. Jetzt geht's. Okay, nicht super, aber es passt. Das wäre ein Versuch wert, aber eigentlich wäre das totaler Schwachsinn. Aber wenn ich zusammenlege, könnte es vielleicht klappen. Wer weiß. Weil Isengard kann ich... Ich meine, Helms Klamm kann ich immer verteidigen. So, ich glaube, das schaut gut aus. Oh Gott, so viele Kämpfe. Da speichern wir nochmal ab. Das wird mehr als schwierig. Verteidigen wir erstmal Minas Morgul. Nachdem wir es eingenommen haben, kommt sofort der Konterangriff. Aber davon lasse ich mich nicht aufhalten. Nope, die dope. Irgendwann ist auch mal Schluss. So. Gut. Schauen wir mal. Ja, bald haben wir alle Punkte. Dauert doch ein bisschen. Bald. Sind die Tore alle zu? Achso, da gibt es. Das kann dann natürlich nicht funktionieren. Jetzt schauen wir mal. Wir haben eine Rohstoffboni von 10%. Ist okay, aber nicht super geil. Also es ist... Boah, kann man lassen. Das war nicht schwer. Wir haben auch das Tor geöffnet. RIP Feind. So, die haben ihre Befehle. Die Türchen machen wir erstmal wieder zu, obwohl das auch Schwachsinn ist. Die machen wir nämlich gleich wieder auf. So. Noch ein Gebäude.
Tee. Den Hotkey müsste ich mir auch mal merken. Was hat's denn hier? Nix. Lol, jetzt hat er alles gelöscht. Naja, schauen wir mal. Geld habe ich wie Heu. Das ist immer schön. Die Lagerungswerke. So. Lasse doch. Dann teilen wir die Truppen halt ein bisschen auf. Mir ist das so egal. So. Spielt alles keine Rolle. Nachdem ich nicht häufig in Minas Morgul spiele, muss ich zugeben, dass ich keine Ahnung habe, was das beste Setup von den Gebäuden her ist. Ich weiß es einfach nicht. Da werde ich also ein bisschen rumexperimentieren in dieser Folge. Oder in dieser Schlacht, besser gesagt. Ja, das tut einfach weh. Ja, so Fliegviecher sind schon echt böse. Da ist ein Tor, das sich nicht öffnen lässt. Auch interessant. Niedrige Mauern, aber immerhin. Also wie gesagt, ich probiere jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. So. Nochmal erweitern. Aber ich mache zumindest guten Schaden, das ist schon mal etwas. Ich verliere zwar auch, aber dann kann ich die Truppen neu aufbauen, kleiner Reset reinhauen, das ist alles in Ordnung. Das passt schon. Geld, 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 Rohstoffe. Sehr schön. Rüstkammer erweitert. So, weiter geht's. Hier gibt's Fettgeld. Das macht nichts. Sehr schön. Ich gewinne das noch mit dem Standardkram. Lell. Na, ist ja auch in Ordnung. Halt, halt, halt. 50%. Wenn wir das schon machen können, dann machen wir das auch. So. Genau. So. Und weiter geht's. Knackig, knackig, aber jetzt bauen wir hier uns schön auf und dann sehen wir schon, wie das weitergeht. Also viel Geld kriegt man hier nicht. Der Platz ist nämlich wirklich begrenzt. Aber na gut. Geht hier noch was? Ne, 5%. 15%. 12%.
Geht so. Ah, da hinten hat's noch was. Ah. Na gut, dann bauen wir da noch. Naja, der Kampfturm macht's jetzt auch nochmal. Nicht so ein bisschen lang. So. Rüstungen. Sehr schön. Ja, da hinten kann man auch noch ein paar Dinger bauen. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist echt nicht schlecht. So, schauen wir mal, ob der was kann. Vielleicht macht er irgendwie Schaden oder so. Keine Ahnung. So, L ist mal wieder ein sehr schlechter Hotkey. Auch das kriege ich irgendwie auf die Reihe. Okay. Dann wollen wir mal zwei Belagerungsballisten bauen. Leitern helfen uns nicht weiter. Mhm. Rip. So, die Palantir-Vision, die lassen wir mal. Okay. Ah, es sieht eigentlich ganz okay aus. Bannerträger. Gibt's keine mehr. Gegner gibt auf. Schade, jetzt haben wir eine Balliste zu viel. Haben nicht wieder symmetrisch ausbilden können, aber ist okay. Wir haben gut verteidigt. Feuerpfeile. Eine angemessene Verteidigung, die wir hier aufbauen konnten. Das ist also alles ganz okay. Sehr gut. Okay. So, und dann gibt es noch mehr Schlachten, die wir schlagen müssen. Und das machen wir auch gleich. Hier zum Beispiel. Ha, zurückgezogen. Sehr schön. Und hier natürlich die Festung. Die muss weg. So, ich muss mal ganz kurz aufstehen und mich strecken. Ich sitze nämlich viel zu viel. So schaut's aus. Hunger kriege ich auch langsam wieder. Na, so ist das. Der hungrige Alex. Ihr müsst mir vertrauen. Arbeitet an eurer Einstellung. Muss ich nicht. Ich kann, wenn ich möchte. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich kann es aber auch einfach sein lassen. So, das dürfte jetzt nicht allzu lang gehen. Die Schlacht. Jetzt auch irgendwo ein Vorposten, oder? War das nicht so? Ich weiß es nicht. Ich dachte, es hätte irgendwo einen Vorposten. Naja. Habe ich mich wohl geirrt. Ich dachte wirklich... Ja doch, da hat sie einen Vorposten da unten. Dann hat's doch hier sicher auch einen, oder? Gasthaus? Auf der Seite? Ja, aber wo hat's noch einen Vorposten? Da hat's ein Leuchtfeuer? Die Karte ist sehr seltsam. Die Karte ist wirklich seltsam. Leuchtfeuer, Vorposten. Na, da bin ich mal gespannt. Ich finde es lustig, dass man bei einem Feuerdrachen mit Feuerpfeilen vorankommt. Das ist schon sehr lustig.
vor uns. Ruhe jetzt! Verlauft euch nicht! Baut an! Alter Römer! Das neue Gebäude ist fertig! Wir werden dann fertig! Verstehe ich nicht. Wo ist der Vorposten? Das würde mich wirklich interessieren. Aber ich habe keine Ahnung. Wie jetzt auch nur Orks statt einem Feuerdrachen. Das scheint keine sehr ausgewogene Karte zu sein, oder? Ich weiß es nicht. Da hat es einen random Höhlentroll. Das kann doch aber nicht sein. Wo ist das denn? Schwierig. Meine Worte sind mächtig. Wirklich schwierig. Ein Drache kommt in die Zone, kommt schon! Da hat's auch einen Drachen. Schauen wir mal, ob der das irgendwie findet. Kann er nicht angehen. Das müsste doch hier auf dieser Achse irgendwo sein. Da ist er! Jetzt haben wir ihn. Und wo ist hier das Gasthaus? Hier muss es auch irgendwo ein Gasthaus haben. Sonst wäre die Karte ja nicht halbwegs fair. Aber ich finde es nicht. Genau, da ist ein Vorposten. Aber wo ist das andere Teil? Das gehört mir. Das ist echt seltsam. Es wundert mich, dass der Vorposten hier so ist. Feuert! Das ist echt seltsam. Ihr werdet nicht gefahren, ist fertig. Sehr schön. Upsi. Macht das eigene Volk! Jetzt bauen wir hier noch eine Festung. Ich will das wissen. Wo hat's diesen Kram? Irgendwo hat es gerade ein bisschen gerumst. So, gleich müsste ich klar sehen. Hier hinten zumindest. Obwohl ich hier schon nichts mehr suche. Da! Aha. Also ich weiß nicht, inwiefern die Karte symmetrisch sein soll. Aber das ist nicht symmetrisch. Das ist einfach nur komisch. Na gut. Egal, die Festung reiße ich ihm gleich ein. Jeden Augenblick. Ohne zu zögern. So. Ich weiß schon gar nicht wohin mit dem ganzen Geld. So, schön die Festung umzingeln. Und gut ist. Die hält es nicht lang. So. Dann haben wir das geschafft. Das ist auch sehr schön. Na also.
Gut, Mordor wird langsam vernichtet. Das ist sehr gut. Okay. Dann schauen wir mal. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.